Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Leute, es geht los. Herzlich willkommen, neues Video auf meinem Kanal. Das ist so komisch, das zu sagen. Oh mein Gott. Aber nichtsdestotrotz, ich bin so froh, dass ich mich jetzt gerade in diesem Moment überwinde, das zu tun. Es ist auch allerletzte Eisenbahn. Am Ende der Woche kommt Modern Warfare raus, ne? Also ich meine, ich will ja nichts sagen, aber ich habe es wirklich bis zur letzten Sekunde rausgezögert. Oh. Nee, jetzt mal ehrlich. Herzlich willkommen zu diesem Video und heute geht es mal ein bisschen um mich und warum ich einfach die letzten Monate so von der Bildfläche verschwunden bin. Das heißt, wenn ihr euch dafür interessiert, dann seid ihr heute genau richtig. Ich bin gespannt, ob ihr überhaupt noch Leute da sind, ob ich euch noch kenne, wer auch immer da in den Kommentaren vielleicht was reinschreiben wird. Ich bin so gespannt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich bin so gespannt, was sich verändert hat, wie es euch geht. Wir fangen erstmal ganz entspannt an, ja? Wir fangen erstmal ganz entspannt an. Keine Ahnung, was heute für ein Gameplay mit der Rund läuft. Aber lasst euch erstmal gesagt sein, ich bin zurück. Ich hoffe, ihr habt die Montage gestern ein bisschen genossen. Kleine Zusammenschnitt von ein paar Clips, die ich hier gespielt habe. Weil COD habe ich gespielt in den letzten Monaten, ja? Also COD habe ich gespielt und gefeiert. Aber das mit YouTube war ja so ein bisschen, ja? Ging besser. Ich habe gar nichts gemacht, gefühlt die letzten... Ja, die letzten 5 Monate bestimmt. Wenn nicht sogar 6, fast ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr. Ich meine, ich hatte schon mal so eine lange YouTube-Pause, so ist es nicht, aber... Ja, erstmal eins nach dem anderen. Was ist überhaupt passiert? Warum habe ich nichts gemacht? Naja, also eigentlich habe ich komplett Netflix durchgeguckt. So, Geheimnis ist raus. Nein, Spaß natürlich nicht. Also, was heißt hier natürlich nicht? Netflix durchgucken ist eigentlich generell eine gute Idee, aber ja, dafür fehlt dann auch die Zeit. Denn es ist so viel passiert und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich mit meinem Leben momentan weiter. Aber YouTube, das fehlt mir. Ohne Scheiß, ihr fehlt mir. Und ja, ich hatte nie gedacht, dass es zu diesem Punkt kommt, dass ich jetzt hier ein halbes Jahr später mich jetzt hier hinsetze und euch versuche zu erklären, was passiert ist. Naja, jetzt werde ich es einfach mal kurz und schmerzlos sagen. Ich bin am Arbeiten. Bam, bam, bam. Seit April nun schon bin ich am Arbeiten, bin jetzt auch in der Ausbildung. Das läuft alles super. Ich kann mich nicht beklagen, es ist richtig geil, es macht ultra Bock. Und ja, deswegen, das ist der Grund, das ist es. Ich bin in der normalen Welt angekommen oder so, I don't know. Auf jeden Fall in der Welt bin ich angekommen, indem man weniger Zeit für YouTube hat. Das ist extrem schade. Ich hätte mir immer so gesagt, egal was ich mache, YouTube wird für mich immer sehr, sehr, sehr wichtig bleiben. Und ich will es sagen. Und YouTube, das ist mir unfassbar wichtig. Und deswegen werde ich jetzt mich zusammenreißen und durchstarten. In welchem Ausmaß müssen wir nochmal klären, ja? Ich will jetzt hier keine Versprechungen machen. Geht einfach nicht. Ich bin echt gut belastet. In der Woche ist das schon echt kritisch. Aber... ich bin erstmal froh, einfach wieder hier zu sein. Genau, ich habe einen super Betrieb gefunden. Das Ganze ist mir sehr ans Herz gewachsen. Das ist ein super Team. Es macht einfach Bock. Es ist unfassbar stressig, aber ich denke, das ist jeder Job. Oder fast jeder Job. Und von daher beklagen will ich mich da nicht. Ich will einfach nur sagen, dass ich unfassbar was Schönes gefunden habe und ich sehr, sehr glücklich damit bin. Ja, im Endeffekt ist das der Grund. Was will ich mehr labern, ne? Das war's jetzt hier. Und tschüss. Ja, nicht ganz. Erstmal ganz entspannt. Ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Und vor allem schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie es euch geht, was bei euch passiert ist. Ich meine, wir können uns bald im Stream unterhalten. Ja, ich werde wieder streamen. Spoiler. Aber ich will erstmal wieder in Kontakt treten. Ich will erstmal wissen, wer von euch da draußen, wer hat überhaupt noch Bock hier mit dabei zu sein? Also, das interessiert mich echt, ne? Also, das Ganze... Ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich aufgeregt. Und ich denke mal so, die nächsten Tage irgendwann werde ich mal wieder streamen, ja? Und dann werde ich herausfinden, wer sich dahin verirrt und wer nicht. Ich bin einfach mal gespannt. Ich mache das Ganze einfach mal und ich freue mich sehr drauf. Genau. Ich will das jetzt gar nicht so in die Länge ziehen. Ich habe nur gedacht, ich mache mal ein Video, um euch ein bisschen zu erklären, was überhaupt los ist. Und ich denke, ja... Damit ist das jetzt beantwortet, warum ich nichts gemacht habe. Ich bin nun mal in der Ausbildung und eine 40-Stunden-Woche ist dann halt schon heavy, um dann abends noch die Kraft zu finden, großartig zu produzieren. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Um Gottes Willen ist es absolut unmöglich. Aber ich musste mich an den ganzen Quatsch erstmal gewöhnen, sodass das alles ein bisschen schwieriger wurde. Ich
ich denke, ihr versteht das. Und ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Gerade zu Modern Warfare, wer weiß, das ist natürlich gut. Gerade zu Modern Warfare ist das natürlich ein perfekter Zeitpunkt. Hab da Bock drauf und dann mal schauen, was daraus wird. Und wie wir das jetzt auf den Long Run machen. Also ich hoffe, ihr habt wenigstens den Stream und alles so ein bisschen vermisst. Ich auf jeden Fall. Und ich hoffe sehr, dass wir das, oder dass ich das in der Zukunft hinkriege, dass wir wenigstens regelmäßig Videos und vor allem Streams haben werden, wo wir uns einfach ein bisschen austauschen. Ich vermisse es, mit euch zu reden, einfach hier zu sitzen und, ja, ihr wisst schon, einfach unser einmaliges Stream-Erlebnis, unsere Community, das habe ich immer gefeiert. Und, ja, so ist es. Also, ja, ich glaube, ich habe es erstmal nicht mehr zu sagen. Ich bin total noch geflasht, dass ich jetzt hier wirklich sitze und das wirklich tue. Aber ich fühle mich gut dabei. Ich fühle mich wirklich gut dabei. Ich bin gespannt, was ihr zu sagen habt. Und der erste Stream, wie gesagt, irgendwie zu Modern Warfare. Vielleicht einer davor, ich weiß es noch nicht. Ich überlege mir mal, jetzt heute haben wir Dienstag, also Freitag kommt Modern Warfare ja schon. Es ist bald, Leute, es ist bald. Oh mein Gott, ich hab Bock. Ich hoffe ihr auch. Oh mein fucking Gott. Gut, ihr Lieben, ich will das jetzt noch nicht mal weiter in die Länge ziehen, deswegen sage ich ganz entspannt. Mach's gut, bis die Tage und ich bin einfach froh, wieder hier zu sein. Ciao.